Der Rücktritt von Toni Brunner, der hat die Schweizer Politwelt so richtig durchgeschüttelt und irgendwie passend zu dem Zeitpunkt erscheint jetzt auch die Biografie über den Toggenburger Bauer, der mehr als die Hälfte von seinem Leben im Nationalrat verbracht hat. Wir verlosen hier davon 3 Exemplare, das Original, also den Toni Brunner selber, den gibt es aber nur einmal. Danke vielmals für den Besuch. Danke vielmals für die Einladung. Mit 21 sind Sie in den Nationalrat gekommen, 23 Jahre sind Sie dort drin gewesen. Das ist wie ein Häftling, der nach langer Zeit aus dem Gefängnis entlassen wird. Der kennt die Welt da außen gar nicht mehr. Wie ist es denn bei Ihnen? Das ist ja das Schöne in der Schweiz. Wir sind ein Milizparlament. Und ich habe eigentlich auch die letzten Jahrzehnte immer in zwei Welten gelebt. Hier Bern, der Politbetrieb, Anzug, Krawatte, Kamera, Blitzlichtgewitter. Man sieht schon, welche Welt das Sie bevorzugen. Das ist nicht die Zeit. Aber hier eben auch das Toggenburg. Mhm. Ich habe den Bauernhof schon längere Zeit von meinem Vater übernommen, abgekauft. Mhm. Ich habe nie mein Standbein in dem Beruf, den ich gelernt habe, nämlich Bauer, aufgegeben. Mhm. Und bin natürlich damit eigentlich zwischen zwei Welten pendelt. Bauer, der Landwirtschaftsbetrieb in Toggenburg auf über 1000 Meter einerseits, dort Ruhe, Tier, Natur, das Konträre zu dem in Bern. Und das habe ich eigentlich ja nie ganz gehen lassen. So gesehen ist die Verbindung immer da gewesen. Und jetzt ist einfach der Schritt zurück von der einen Welt, von Bern, heim in meine Heimat. Aber funktioniert denn das bei Ihnen, wenn Sie nur noch in der einen Welt die heim sind, jetzt wo Sie dauernd beide Welten haben? Es ist ein Experiment für mich. Mhm. Als ich mit 21 gewählt wurde, habe ich gerade in diesem Jahr den Rest gemacht. Also es ist in dem Sinn, bin ich blutjung gewesen, ich hatte nicht einmal die Autoprüfung. Und seither bin ich im Bundesbern gewesen. Alle meine Gespändli im Nationalrat hätten können meine Mütter, Väter oder Grossväter, Grossmütter sein. Mhm. So gesehen ist das jetzt für mich schon eine völlig neue Situation, die ich das erste Mal so habe. Aber es ist eben auch die Situation, in der ich mich darauf freue. Raus aus dem Rampenlicht, mehr Privatsphäre. Vielleicht kann ich jetzt mal meine Langlaufski, die ich vor 2 Jahren gekauft habe, tatsächlich den Winter mal ausprobieren. Weil das Langlauf, das Loipenabonnement, das löse ich schon seit 10 Jahren. Aber auf der Ski so richtig bin ich noch nie gewesen. Hat es denn genug Schnee jetzt momentan im Toggenburg? Also jetzt könnte man bei mir oben tatsächlich langläufeln. Langläufeln, ja. Und lang gelaufen durch die Politik. Zirkel von der Schweiz ist der Toni Brunner auch 1995 gewählt worden. Und wir haben einmal im Schnelldurchlauf die politische Karriere von Toni Brunner zusammengestellt. Der Toni Brunner nimmt den Hut. Vor gut einem Monat sagt der SVP-Nationalrat in einem Interview, dass er per Ende Jahr Abschied von der Politbühne nimmt. Es ist ein schleichender Rücktritt aus der Politik vom Toggenburger. Schon vor knapp 3 Jahren übergibt er die Parteileitung an Albert Rösti. Hier mit dieser Begründung. Ich bin schon einer, der ein bisschen auch zum Beispiel mehr Freude hätte daran, mehr Zeit auf dem eigenen Bauernhof zu verbringen. Und jetzt zieht er sich also ganz zurück. Er will sich noch mehr seiner Familie, seinem Bauernhof und seinem Gasthof widmen. Der 44-Jährige hat der SVP ein Gesicht gegeben und ist lange ein wichtiges Aushängeschild der Partei gewesen. Schon mit 21 wird der Bergbauer Toni Brunner in den Nationalrat gewählt. So jung wie noch nie jemand. Später ist er 8 Jahre Vizepräsident der SVP und dann nochmal 8 Jahre selber an der Spitze. Am letzten Freitag wird er dann mit einer Standing Ovation aus dem Nationalrat verabschiedet. Ja, ein versöhnlicher Abschied vom politischen Parkett hätte auch ein bisschen wehtun. Also ich habe ja den nicht irgendwie sehr überraschend gegeben jetzt für mich. Das ist, seit ich das Präsidium abgegeben habe, für mich absehbar gewesen, dass irgendwann wird ein Ausweg aus dieser Politik geben. Ein Ausweg, sagen Sie? Ja, ein Ausweg im Sinn von, oder wenn ich mit Leuten über das wollte reden, hat jeder einen Grund gefunden, warum man jetzt gerade nicht gehen kann. Mhm. Und dann habe ich mir innerlich ein bisschen zweckgelegt, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Haben nicht mit vielen Leuten über das reden, sondern haben dann einfach vollzogen. Weil es ist halt tatsächlich so, wenn ich auf dem Marktplatz, vor allem innerhalb unserer Partei, gefragt hätte, jetzt ist Sie noch wollen, oder? Ja, einfach, es hat immer irgendwelche Gründe. Es ist auch nie der richtige Zeitpunkt, zum gehen. Aber für mich hat es jetzt gestimmt. Ich habe ja im Abschiedsinterview gesagt, ich habe es gesehen und meine das nicht irgendwie böse, sondern irgendwann, wenn man so viel erlebt hat wie ich, der Höhepunkt mit dem Präsidium, dann nachher ist halt der Politbetrieb irgendwo ein bisschen repetitiv.
Sie sind eigentlich überall angekommen, wo Sie gesagt haben, wollen Sie nicht. Ja. Oder? In Nationalrat, an die Parteispitze von der SVP. Aber Sie haben ja zweimal für den Ständerat kandidiert, 2007 und 2011. Das ist beides mal nicht erfolgreich gewesen. Ist das so ein bisschen der Tolken im Reinheft von Ihrer Politkarriere? Also erstens einmal, wenn man nur macht, berechnend, was könnte einem Erfolg bringen, dann finde ich, dann ist man in der Politik am falschen Ort. Also ich habe politisch mehr verloren als gewonnen. Also vor allem auch sachpolitische Vorlagen. Weil in der SVP, da ist man exponiert, hat Exklusivposition und sehr oft ist man in die Minderheit versetzt. Ständeratswahlen. Sie werden jetzt lachen, wenn ich sage, das habe ich nicht gesucht. Aber es hat hier gestimmt. Man hat müssen den Paul Rechsteiner herausfordern. Und so kein schlecht, wie es dargestellt wird, ist es nämlich nicht gewesen. Ich bin beide Mal im ersten Wahlgang sehr weit vorne. Einmal ganz vorderst und einmal zweite. Und mit dem absoluten Mehr, wo wir in anderen Kantonen haben, wo nämlich die Leerstimmen und die nicht mitzählt werden, wäre ich durchmarschiert, also wäre ich gewählt gewesen. So gesehen hat ja sogar einen amtierenden Ständerat mal Eugen David das Handtuch geworfen, weil er weit, weit hinter mir war. So kein schlecht ist nicht gelaufen. Aber man muss natürlich sehen, wenn man so exponiert ist wie ich, dann kann man nicht von links bis rechts nur auf Zuspruch hoffen. Am besten fährt man natürlich, wenn man nicht zu sehr exponiert ist oder wenn man sich umarmt, wie das Frau Keller-Sutter und Paul Rechsteiner gemacht haben. Es klingt fast ein bisschen so, als wären Sie froh, hat es dann gleich nicht geklappt beim Ständerat. Wenn wir antreten, dann wird man gewählt werden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte da nie auch nur eine Träne nachgetraut und die Leute, die mich sind getröstet, die habe ich trösten, weil ich gesagt habe, also jetzt schauen wir mal vorne. Was hat die Frau von Wilhelm Tell da schon mit auf den Weg gegeben? Oder? Man soll vorwärts schauen und nicht rückwärts. Genau, wir schauen aber trotzdem noch ein bisschen rückwärts. Da kommen wir nicht drum herum, Herr Brunner. Weil es ist ja noch gut, dass Sie nicht in den Ständerat gekommen sind, weil sonst hätten Sie ja dann müssen Bundesrat werden, oder? Da hätte es dann kein Exit mehr gegeben. Nein, ich glaube nicht, dass der Ständeratsweg zwingend muss in den Bundesrat führen. Das ist natürlich eine Grundsatzentscheidung, die jeder, der in Bern politisiert, sich früher oder später muss stellen. Ich glaube auch, die allermeisten Politiker, die in Bern sind, möchten gerne Bundesrat werden. Aber ich finde halt, 100% Politiker zu sein, ist dann nochmal ganz ein anderes Leben. Ich bewundere alle, die das machen. Aber ich selber hätte jetzt das nicht können. Und zwar einfach, weil dann muss man alles aufgeben. Und das ist irgendwo die Fremdbestimmung. Man wird am Morgen geweckt vom Weibel und am Abend bettet vom Weibel. Und zwischen ihnen sind Tage zugepflastert mit Pflichtterminen. Das ist Ihnen Tester Friedli schon lieber, oder? Das so ist, sie ist dort ein angenehmer und auch selber frei gewählt. Das war ja immer der Grund gewesen, warum dass Sie gesagt haben, Sie wollen nicht in die Landesregierung. Und ich habe auch gelesen, es sei die einzige Rede, die Sie in dieser langen Zeit jemals vorbereitet haben. Ein Korb an die Bundesversammlung. Sie wollen nicht Bundesrat werden. Ja, die Rede ist ein bisschen eine Legende, aber ich habe einfach gesagt, ich weiss, was ich dann würde sagen. Und ich weiss auch, dass das vielen würde schwerfallen, der Moment, wo man es dann ist. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, das Public Viewing im Haus der Freiheit, alle schauen und fiebern mit und es hätte ja gelangt, oder? Also ja, wenn Sie antreten, wären Sie Bundesrat. Es ist nicht mit dem gemacht. Das sind ja noch die schönsten Momente. Nämlich dann, wenn man gewählt wird und vielleicht noch feiern und so. Aber muss sich ja die 12 Jahre nachher, die können, auch noch irgendwie vorstellen. Und das ist ja letztlich etwas, wo jeder mit sich selber muss ausmachen muss, möchte ich so ein Leben und mich für das auch selber ein bisschen aufgeben, sein eigenes Leben auch aufgeben. Also in meinem Fall wäre das der Betrieb aufgeben und auch natürlich Privatsphäre, soweit sie noch möglich war. Das ist ja genau das, wo ich mich jetzt darauf freue. In 3 Jahren, da kenne ich keine Sau mehr. Aber warum haben Sie denn das Privatleben, die Privatseite von Toni Brunner so lange so stark zurückgestellt? Weil es ist ja dann auch nicht nichts, wenn man im Nationalrat ist, da sind Sie dann auch nicht nur im Stall und in der Natur. Ja gut, also ich habe es nicht zurückgestellt, aber man muss ja immer alles versuchen, unter einen Hut zu bringen. Und ich bin jetzt der gewesen, das ist übrigens auch so eine Entwicklung, die ich jetzt nicht nur toll finde, wo im Bundesbern zu beobachten ist, dass mit den neuen Phänomenen, zum Beispiel den neuen Medien,
so Instagram und Facebook und all die Plattformen. Politiker werden einfach so ein bisschen selbst inszenieren. Mhm. Man tut sich mitteilen. Ich habe das auch erlebt jetzt noch in meiner letzten Session, vor allem jüngere Parlamentarier, mhm, über Parteigrenzen hinweg sind zusammengekommen und haben gesagt, machen wir ein Selfie. Und natürlich habe ich ein Selfie mitgemacht, aber nachher habe ich dann gesehen, nach 10 Minuten sind es Freudestrahlen gekommen, jetzt haben wir schon 110 Likes und so. Also da geht es eigentlich nur noch also, mhm, um die Inszenierung nach außen. Wenn ich daran denke, ich bin gewählt worden zu Zeiten, wo noch Helmut Hubacher im Parlament war, wo noch geraucht worden ist in den Kommissionssitzungen, mhm, wo ich ihm noch gesagt habe, ich würde nie in meinem Leben ein Handy, das ist Horror. 1995 kann ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Was das Leben lang erreichbar rund um die Uhr? Und heute stellt sich ja die Frage gerne nicht mehr. Ist das normal, ja. Aber Sie sind ja auch ein bisschen ein Liebling von den Medien gewesen, also gescheut haben Sie das Rampenlicht auch nicht. Ist das eine falsche Einschätzung? Also Liebling würde ich sagen, ich bin so recht hart dran genommen worden. Als SVP-Präsident würde ich jetzt nicht sagen, ich bin ein Liebling gewesen. Vielleicht ist da genau das Erfolgsrezept. Ja, oder ich bin natürlich ein bisschen in einer Exklusivposition in Nationalrat gekommen. Man muss sich vorstellen, ich bin hier 15 Jahre jünger gewesen als zweitjüngst im Parlament, Brigitta Gadient aus dem Bündnerland. Mhm. Also ist das ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gewesen. Dann hat sich die Aufmerksamkeit von den Medien natürlich ein bisschen auf mich konzentriert. Aber weil sie jung gewesen sind, primär. Genau. Später ist natürlich dann durch meine Ämter und auch Mandat, die ich hatte, zum Beispiel eben das Präsidium von der SVP Schweiz, das ich 8 Jahre ausgeführt habe, ist mir ein bisschen das Zentrum der Medien gerückt. Die Medialisierung hat auch zugenommen, ich habe das selber gespürt. Also die Fokussierung auf Personen. Und das, ob man hat wollen oder nicht, mhm, ist mir auch irgendwo ein bisschen ins Zentrum gekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, gesucht habe ich es jetzt überhaupt nie. Mhm. Ich habe am Anfang auch eher ein bisschen Hemmungen gehabt vor den Journalisten. Also am Anfang habe ich eigentlich immer sehr misstrauisch gewesen und vis-à-vis den natürlichen Find gesehen, der einem nur reinlegen will. Ist das immer noch so? Oder? Mit den Jahren habe ich es dann ein bisschen entspannter angeschaut. Und ich glaube, unterdessen habe ich gecheckt, auch der vis-à-vis macht nichts anderes als seinen Job. Mhm. Und nicht jeder ist ein Schawinski und nicht jeder wird auch darauf erpicht sein, dass er einem jetzt unbedingt reinlegen will. Aber als SVP-Präsident habe ich natürlich schon vieles erlebt. Und da bist du, habe ich ja mal ein bisschen verglichen mit einem Haifischbecken, musst du auch ein bisschen schauen, dass du nicht zu viel verletzt wirst im Sinne von, dass du angeschlagen bist und blüht, weil sonst wirst du zum Freiwild. Und in der heutigen medialisierten Geschichte bist du geschwind fertig gemacht. Also das ist dann ziemlich gnadenlos. Ja. Mhm. Lesen wir in diesem Buch auch, oder gibt es da drin auch eine Abrechnung mit vielleicht auch den Medien und gewissen anderen Politikern? Also Abrechnung würde ich dem nicht sagen. Das sind ja mehr so ein bisschen Geschichten und Anekdoten aus meinem Leben. Ich würde so sagen, da innen hat sicherlich so ein bisschen meine Sicht von der Dinge. Also der Autor Benny Gaffner hat mich ja befragt, hat auch andere befragt, dass ich jetzt kein Pausenfreund bin vom Sammy Schmid oder von der Evelyn Wittmer-Schlumpf. Ich glaube, das darf nicht erstaunen. Ich habe da innen halt auch meine Sicht dargestellt, wie ich zum Beispiel die Abwahl Christoph Blocher und die Wahl von der Evelyn Wittmer-Schlumpf erlebt habe. Mhm. Und dass ich jetzt vielleicht heute noch sage, also bei mir im Haus der Freiheit, in meinem kleinen Landbeizli da im Toggenburg, kriegen Sie jetzt nicht gerade einen Kaffee über, aber nicht von mir. Mhm. Das muss man mir wahrscheinlich noch nachsehen, weil ich halt wirklich Erlebnisse mit ihr hatte. Mhm. Wo ich auch sagen musste, sie hat hier zu einem Zeitpunkt korrespondiert und auch zusammengearbeitet mit dem politischen Gegner, der für uns denkbar am blödsten war. Ja. Was hat sich denn so politisch verändert jetzt in dieser Zeit, wo Sie im Bundeshaus auch gewesen sind? Wie hat sich das gewandelt? Ja, also es ist schon in dem Sinn früher, als ich kam, auf Bern so ein bisschen von Persönlichkeiten geprägt war, die Bundespolitik. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Ja, ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen die ausragenden Köpfe dort mal, also wenn ich jetzt auf die andere politische Seite schaue, Hubacher, Bodemann, oder beim Frei sind die Stahlhelm-Fraktion, so Georg Stucki, der Ueli Fischer oder Rolf Hegetschweiler, oder wenn ich heute ein bisschen schaue, habe ich manchmal schon das Gefühl, das sind fast mehr zum Teil Politiker, Medienprodukte, die sich einfach noch inszenieren, aber selber irgendwie, ja. Also man hat fast das Gefühl, wenn Sie so in die Bundesversammlung hineinschauen, dann vermissen Sie Leute wie sich selber eigentlich. Nein, vor allem, ich bin so ein bisschen auf Bern und habe irgendwie festgestellt, da sind wirklich viele Persönlichkeiten, auch aus dem unternehmerischen Bereich, die wissen,
man zuerst muss Geld verdienen, bevor man Geld verteilen kann. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, im Parlament hat es Leute, die können sich zwar super inszenieren über die Medien und sind da damit auch ja, kleine Medienstars. Aber ich meine, wenn ein Herr Molina da jetzt ins Parlament kommt, kaum fertig studiert und nachher bereits uns erklärt, wie die Wirtschaft läuft, aber im Leben noch nie einen Bleistift verkauft hat, da frage ich mich manchmal auch, wo sind sie geblieben? Da die Persönlichkeiten, die irgendwo eben auch ein bisschen den Background mitbringen. Und das ist jetzt eine Kritik an sich, an meine Generation oder an die Jüngeren, wo ich einfach muss sagen, wir müssen auch aufpassen. Ich sehe ja jetzt, da können Junge ins Parlament und die wissen gerne nicht mehr, wie sie eigentlich raus können aus der Politik. Die haben jetzt mindestens noch versucht. Sie haben den Herrn Molina angesprochen, oder? Der hat studiert, sie selber sind 8 Jahre in der Schule. Neun Jahre sind sie schlussendlich. Ja, das sagt man, das sollte man jetzt vielleicht den Kindern zuhause nicht unbedingt sagen. Gehen lange in die Schule, oder? Das ist noch wichtig. Würden Sie auch empfehlen, oder? Ja, also ich muss jetzt ist das so eine Generationenfrage auch noch? Nein, ich muss auch sagen, man muss nicht den Kindern sagen, man muss möglichst lange in die Schule. Also in der Schweiz ist vorgegeben, was die obligatorische Schulzeit ist. Und eine Gesellschaft funktioniert nicht mit nur Leuten, die studiert haben, sondern am Schluss muss es auch noch die handwerkliche Lehre geben. Braucht es noch die Bauern, die für die Nahrungsmittel sorgen? Und wenn wir einfach schauen, dass ein guter, auch wer jetzt zum Beispiel schulisch ein bisschen schwächer ist, einen Platz in der Gesellschaft hat. Wir müssen nicht nur akademisierte Berufe haben, auch nicht nur Lehrlingsausbildungen, wo man einfach hinter den Büchern muss hocken, sondern Praktiker. Ich bin selber von einem einzigen Verband, aber das ist schon seit über 10 Jahren Präsident. Das ist der Verband Stahl, Metall und Papierrecycling Schweiz. Und die Rezyklisten, die wir hier ausbilden, auf den Schrottplätzen in diesem Land, in den Papierfabriken, in den Stahlwerken, bei den Recyclingunternehmen, das sind vor allem auch handwerklich geschickte Leute, die eigentlich draussen, auch zum Teil an der Kälte, mit Händchen und auf dem Gabelstapler und auf den Kranen und auf der Schere ihre Arbeit verbringen. Und da muss ich sagen, müssen wir einfach nicht irgendwie ein Gefühl haben, wir müssen jetzt unseren Kind einbläuen. Schau mal, wenn es Schule ist, nicht lange noch jeden Zusatzunterricht und Tennis muss noch lernen, weil wir nicht noch einen kleinen Roger Federer in der Familie sind, sondern man soll es doch ein bisschen entwickeln lassen. Und wenn einer sagt, Papi, ich will Bauer werden, dann müsste der Papi sagen, bravo, mit diesem Beruf kommst du im Leben weiter. Es tut mir leid, dass ich am Schmunzeln bin, aber ich sehe Ihnen immer noch den absoluten Politiker. Wie merkt man es denn, dass Sie aufhören Ende Jahr? Sie haben ja immer noch Ihr Programm, wo Sie dafür stehen, Ihre Überzeugungen, die Sie dahinter stehen? Ja, also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt meine Überzeugung muss an den Nagel hängen, nur weil ich nicht mehr zu Bern bin. Also ich werde meine staatsbürgerlichen Pflichten wahrnehmen, das ist nämlich 4-5 Mal im Jahr an Turnen und seine Stimme abgeben. Auch wenn ich selber jetzt nicht mehr werde politisch aktiv sein, heisst ja das nicht, dass man zu seiner Meinung nicht stehen soll. Also ich bin für Leute, ob sie im Rampenlicht stehen oder nicht, die Rückgrat zeigen. Was ich ein bisschen kritisiere, ist, dass in der Schweiz immer nur der Konsens predigt wird und man den Diskurs bald nicht mehr pflegt. Also man hat ein bisschen kleinen Gesinnungsterror, wenn man nicht dem Mainstream entspricht. Also dem linksliberalen Denken, dann geht es manchmal schon richtig Ausgrenzung. Oder Leute werden medial fertig gemacht, wenn sie mal irgendwo beim Twitter oder Facebook daneben hauen. Und ich muss sagen, eine freie, offene Gesellschaft muss mit verschiedenen Meinungen können umgehen. Und ich habe noch ein Wirtshaus, dort darf ich auch weiter meine Meinung sagen. Und wer das Konträre nicht Schicht, aber der ist herzlich willkommen. Und das haben Sie ja nicht nur im Wirtshaus gemacht oder Ihre Meinung vertreten. Sie haben, da hat man schon das Gefühl gehabt, immer auch das gesagt, was Sie gedacht haben. Ja, also oder haben auch Sie ein bisschen vorsichtiger werden mit den Jahren? Ich bin fast ein bisschen Diplomat geworden gegen meinen Willen, weil vor allem als SVP-Präsident, will ich noch gerne das Herz ein bisschen auf die Zunge tragen, habe schon manchmal ein bisschen abwägen müssen. Wie jetzt das formulieren, dass das konform ist, weil Sie müssen wissen, also ich bin mehr als einmal, hat man mich vor den Richter schleichen wegen irgendwelchen Aussagen. Für das gibt es eigentlich noch die parlamentarische Immunität. Das hat nämlich nichts zu tun damit, ob ein alkoholisierter Autofahrer geschützt ist, sondern dass er nicht immer als Politiker vom politischen Gegner kann vor Gericht geschleicht werden für irgendeine Aussage. Bei mir hat man es mehrmals versucht, auch im Zusammenhang mit Kampagnen von meiner Partei. Und da muss ich sagen, also bitte, wir müssen doch können in der Schweiz über Probleme reden, wie zum Beispiel
zu viel Migration. Also ich finde nun mal, wir sind bald ein bisschen genug Leute in unserem Land und ich will freie Fahrt auf der Straße und ich will nicht stehen im Zug und wir haben bald zu viele Leute da und das darf man doch thematisieren. Und wenn du das sagst und von Grenzen redest oder von Kontrollen, paff, dann nachher ist das schon fast irgendwie bist verrufen. Mhm. Und ich bin einer, der eigentlich alle ermuntern will, der nicht ganz so denkt, wie der Mainstream vorgibt. Wir sind in einem freien Land, freie Meinungsäußerung. Egal, ob Position oder nicht, stehen wir dazu, haben wir einen breiten Rücken. Mir hat mal ein grosser Politiker gesagt, Toni, du musst nicht immer gut dastehen. Sondern wenn Dreck nach dir geschossen wird, dann musst du den nicht abputzen, sondern lass ihn doch ein bisschen trocknen. Mit der Zeit kommst du ein Pänzerli über. Und wenn der neue Dreck hinten nachkommt, spürst du den nicht mehr. Man sieht, Sie sind immer noch extrem drin in dieser ganzen politischen Welt. Aber jetzt müssen wir doch noch ganz kurz führen schauen. Wir sind schon fast am Ende von unserem Talk. Show. Was ich extrem bedauere, weil es sprudelt ja nur so aus Ihnen raus. Aber haben Sie nicht ein bisschen Angst, dass da ein grosses schwarzes Loch jetzt kommen könnte, jetzt, wo Sie nicht mehr Gefahr laufen, angeklagt zu werden, wenn Sie für Ihre Überzeugungen einstehen? Ja, also ehrlich gesagt, wenn ich dann in ein Loch gehe, irgendwann im Januar, dann nachher werde ich dann ein Bewerbungsschreiben an Tele Ostschweiz, ob ich da irgendeinen Talk übernehmen oder so. Aber ich glaube es nicht. Wären wir Konkurrenten? Nein, ich würde nicht sein konkurrenzieren. Ja. Nein, ich habe ja immer gesagt, da, wo ein bisschen zu kurz gekommen ist, und da geht es um meine Betriebe zu Hause, das soll auch irgendwo jetzt ein bisschen mehr zum Zug kommen. Und wenn das jetzt, also ich habe genug Arbeit. Wenn man einen Bauernhof hat, hat es immer Arbeit. Ein kleines Landbeizchen hat es immer Arbeit. Und dann gibt es ja noch so Sachen, die ich vielleicht immer gerne gemacht hätte, aber Zeit dazu nicht gehabt. Also, dann könnte man ja eine Sendung machen mit TV oder Tonis Farm. Irgendwie. Das denke ich jetzt gerade spontan. Nein, auf das jeden Fall. Eben falsch. Weil ich will ein bisschen mehr Privatsphäre und genau. Dann nachher wird die eigentlich auf meinem Bauernhof. Also, und ich nein, nur für den Fall, dass Sie jetzt wirklich würden ins schwarze Loch gehen. Nein, ich glaube es im Fall nicht. Also, mein Gefühl sagt mir, jetzt kommt die schönste Zeit in meinem Leben. Okay, und die schöne Zeit lassen wir Sie geniessen. Nochmal für Sie daheim der Hinweis: 3 Bücher von Toni Brunner, handsigniert. Die verlosen wir. Es gibt sicher das ein oder andere spannende Kapitel, wie wir jetzt gehört haben. Und wir freuen uns, wenn wir auch in Zukunft wieder etwas von Ihnen hören. Toni Brunner, auf die Danke vielmals. Merci. Und bei uns gibt's jetzt etwas auf die Ohren. Im Stadttheater St. Gallen hat am letzten Samstag das Musical «Hello Dolly» Premiere gefeiert und das tönt so. Ja, alles rund ums Musical «Hello Dolly» gibt's jetzt dann gerade noch eine kurze Pause. Bis dann.